Hallo, ich bin Amrei. So, erzähl mal ein bisschen was hier. Du bist ja als Workaway und ja, warst eine Woche hier. Genau, ich war hier jetzt etwas über eine Woche als Workaway bei den Hare Krishnas im Löwentempel. Ja. Und muss sagen, es war eine doch sehr schöne Erfahrung. Also es ist hier sehr ruhig und friedlich. Die Menschen sind wirklich sehr lieb und ich habe mich gleich willkommen gefühlt. So, es wusste jemand, dass ich komme und ich wurde auch abgeholt vom Bus. Und dann habe ich hier verschiedene Sachen gearbeitet, also über Malen und Putzen und im Garten arbeiten, war alles dabei. Es war sehr gut strukturiert, so 5 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Ja, das Essen war sehr, sehr gut, vor allem mittags. Gab es ganz feines indisches Essen, wo man sich richtig den Bauch vollschlagen kann. Ja, und das ist auch toll, dass man einen Einblick bekommen kann in ihre Religion. Also man ist immer herzlich eingeladen, auch mitzumachen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, und du hast dich auch nicht bedrängelt gefühlt oder was? Nee, gar nicht. Man ist hier ganz frei. Also ich war immer abends dabei bei den Vorträgen und dem Singen und morgens war es mir einfach zu früh. Da hat auch keiner was gesagt. Ja, nimmst du ein bisschen was mit so von der spirituellen Idee so oder? Ja, für mich vor allem, dass ich glaube, so für ein Leben in Gemeinschaft, das ist sehr förderlich, eine Religion zu haben und auch eine gewisse Struktur, also Regeln, nach denen alle leben. Das macht einfach ein viel besseres Funktionieren in der Gemeinschaft. Es nimmt viel Stress. Ich war davor in einer Gemeinschaft ohne Religion und ja, das war also sehr viel unstrukturierter und egoistischer, kann man sagen. Okay, dann danke ich dir dafür. Ne? Ja, komm gut nach Hause. Auch. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.